Und herzlich willkommen zurück zu der Mindtest. Abbau. Dickster Bumster. Schau, dann würde ich mal sagen, mit dem Weg ausbauen mache ich dann erst wieder am Montag weiter, weil da baue ich nämlich erstmal als Admin den Weg, also der Weg, der direkt vom Spawn gerade durchgeht, baue ich den erstmal komplett aus. Damit wir dann der Anschluss daran richtig machen können. Ja. Macht so wahrscheinlich mehr Sinn. Als jetzt irgendwie versuchen, mit diesen komischen Messstäbchen da zu gucken, was da wie wo abgeht. Aber erstmal holen wir uns hier noch ein bisschen Gestein, damit wir schön viel Cobblestone haben. Cobblestone ist jetzt wirklich so ziemlich die wichtigste Ressource, die wir überhaupt haben, scheinbar, wie es aussieht. Also abgesehen von Spitzhacken. Ups. Kann doch mal passieren. Yay, Kohle! Ach ja. Tja, würde ich mal sagen, wenn wir denn hier oben rauskommen, also da oben, biegen wir dann am besten gleich direkt nach links ab. Oder sollten wir erstmal noch wieder ein bisschen dem Wegverlauf folgen? Weil eigentlich rein logisch gesehen könnten wir direkt nach links abbiegen. Wie gesagt, dann mache ich dann schnell als Admin dann da irgendwie die Straße fertig. Damit wir dann uns dieser Straße dann auch annähern können. Oh, Inventar ist natürlich jetzt gerade dieser ein bisschen komplett überhastet. Alles rein da. Und ist was geht? Voll die ganze Baumdinger-Kacke hier. Grünzeug, Alter. Wer braucht sowas? Oha, also da treffe ich. Ich dachte gerade schon, wir haben nur noch viermal Bronze hier. Das ist ja. Ach ja, das gute alte Abbauen. Die gute alte Auto-Aiming. Gott, wie tief wir mittlerweile sind. Ich grab mal ein bisschen einfach mal in die Richtung, mal gucken, was hier kommt. Außer Monster. Wir können eigentlich mal nachgucken, ob es überhaupt allgemein was Interessantes gibt. Außer Kohle.
Ach, egal, lass mal. So. Scheiße, jetzt muss ich wieder nach da oben. Oder gibt es da einen besseren Weg? Gibt's da, können wir hier einen Weg bauen? Da würde ich jetzt aber jetzt die ganzen Kobelste, die wir gerade eingesammelt haben, wieder komplett verschwenden, um wieder den Weg nach oben zu bauen. Das macht halt absolut keinen Sinn. Haben wir Holz dabei? So Tropenholz oder so ein Scheiß? Also irgendwas, was wir nicht brauchen? Ne, haben wir nicht. Komm, wir bauen trotzdem eine Leiter nach oben. Tada! Wunderbar. Achso, das gibt es jetzt nicht, weil der kommt ja später. Ah ne, der Weg kommt hier. Ah, siehst du? Haben wir sogar einen richtig schönen offiziellen Ausgang. Das hier sieht auch scheiße aus. Easy. So. Genau, hier waren wir eigentlich gerade dabei. Bevor wir uns haben ablenken lassen. Hat sie das so viel dann gemacht? Schau mal, guck. Egal, unser Inventar ist noch nicht voll geklatscht genug. Da können wir ruhig noch ein bisschen voll klatschen, abwecken. So, guck das. Hä? Moment mal. Schön, wir wollten jetzt hier einfach nur weiter gerade ausbauen. Ah, da war ja was. Das heißt, ich brauche nochmal die Spitzhacke. Dann muss ich mich jetzt hier lang gehen. Oha, das wäre gerade gut gegangen. Schippe habe ich. So, genau, hier gehen wir nämlich wieder runter. Deswegen würde ich sagen, wir gehen am besten hier auf dem Breitengrad auch direkt in die Richtung, wo dann unsere ja genau, wo die Straße dann auch lang geht. Das dürfte dann am meisten Sinn machen. So, dann kommt das ganze Gedöns nämlich komplett weg. Ja gut, der Cobblestone kommt auch weg. Da kommt ja den Cleanstone hin. Ich hasse dich. So. Genau, die drei müssen auch weg. Perfekt. So, jetzt kommt hier... Eigentlich könnte ich hier auch schon anfangen mit diesen 16. Platten. Könnte ich eigentlich unten den gesamten Weg lang machen. Digga! Idee des Jahrhunderts! 16. Platten, ich komme! Gib mir davon bitte 80. Ja. Dankeschön. So, Replacement Tool. Das werden wir nämlich jetzt auf jeden Fall brauchen. Da hat sie nicht mal so. Ach, da unten ist das andere. Na gut. So. Nein, ich wollte. Was habe ich hingebaut? Nichts. Okay. Jetzt bin ich da wieder zu. So, wollen wir jetzt überall dieses kompresste Kackzeug? Ach, komm her. Hallo? Ich fick dich. Hier unten auch schon. Gut. Kommt alles wieder raus. Weißt du was? Komm. Wir bauen uns jetzt mal eine Diamantenspitzhacke.
Diamanten haben wir ja und die können wir auch wieder immer reparieren. Haben wir jetzt denn diese Insel? Das Ding da. So, dann haben wir, können wir nämlich die Dinger auch hoffentlich mal ein bisschen schneller abbauen. So. Perfekt. Ah, kriegst du gleich viel schneller. Weil überall so ein ganzes Block hier einzubauen, das ist mir einfach definitiv viel zu kosten. Ich meine, wir könnten auch 2/16 machen, also quasi Achtel Dinger. Aber ganz ehrlich, wenn wir die auf bis zu 1/16 runter machen, bauen können, dann halten 1/16. Von oben sieht man es dann ja eh nicht mehr, von daher. Apropos von oben sieht man es nicht mehr. Immer diese Schwerkraft hier. Easy. Ich meine, bei der Treppe nach oben geht es leider nicht. Wobei ich auch keinen Bock habe, die jetzt wirklich komplett wieder abzubauen. Also das wäre mir sowieso viel zu viel Arbeit. Genauso wie auch die hier bleiben müssen, wo die sieht man ja von außen. Ich meine, könnte man natürlich zumachen mit Sand, aber ganz ehrlich, man muss es ja nicht übertreiben. Wie übertreiben wir quasi sowieso schon. Ach, Emination. Wie viel Cobblestone wir damit sparen werden? Phänomenal. Warum ist mir diese Idee nicht schon früher gekommen? Ganz ehrlich. Aber nein, das ist halt dieses typische Let's Play-Syndrom. Erst baut man alles auf. Dann korrigiert man alles. Dann reißt man alles ab, weil irgendwas nicht gefällt. Dann baut man es nochmal auf. Und dann fällt einem auf, ach, man könnte es noch viel besser machen. Und dann reißt man nochmal alles ab und baut nochmal alles auf. Easy. So. Scherzfrage, wie kriegen wir jetzt die Dinger hier nach oben? Antwort, ganz einfach. Wir klatschen einfach hier oben einen ran. Und jetzt sagen wir einfach, Replacement Tool, ich will dich. So, jetzt können wir den da wieder abbauen. Und jetzt machen wir mit dem Replacement Tool, bam, 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 bam. Und können da drauf wunderbar langlaufen. Oh, ist das geil, Alter. Vor allem, witziges Gefühl, wenn man weiß, dass das Ding da drunter hohl ist. Das macht die ganze Sache noch viel makaberer. Ach ja. Wie viel Steine wir damit sparen werden. Siehst du? Eigentlich könnte man damit auch den Hunger der Welt stillen. Man sagt einfach, okay. Geht das? Ja. Ist aber halt ein bisschen schwieriger. Man sagt einfach, okay. Man schickt in die Länder einfach Äpfel, aber keine ganzen Äpfel, sondern Äpfel, die hohl sind. Und schon, tada. Alter. Ich weiß, darüber macht man keine Witze, aber hat sich halt gerade das. Ist halt das ideale Anwendungsbeispiel.
Von daher. Sorry. Nein. Wo ist die Säge? Haben wir nicht dabei. Egal, für diese geniale Idee lohnt es sich auch mehrfach zu laufen. Wenn man mal bedenkt, wir haben 16 Platte. Das heißt, um 80 Dinger da zu machen, brauchen wir gerade mal 5 Blöcke. Das ist so krank einfach. Das heißt, wir verbrauchen jetzt sogar weniger Kobbel als. Also, ne? Also, Ding kostet ja 9 Kobbel. Heißt aber, wenn wir ein 16 Dinger machen, verbrauchen wir weniger Kobbel als 1. Das ist so krank. Gut, außer die Mehrfachplätze geht auch nicht. Nein. 2 Stück für mir. Willst du mich verarschen? Fuck mal, ey. Warum haben wir die Kettensäge nicht dabei? Oder haben wir sie doch dabei? Ja, haben wir dabei. Komm, dann stellen wir mal dahin. Nochmal da rein. Nochmal. Oh, achso, ist das auf 99 eingestellt? Nee, wir wollen nur 80. Bam. Hey, Momentchen mal. Ach lol, die kosten trotzdem jeweils 1. Aber ich habe gerade 10 Stück hierfür bezahlt. Obwohl es ja 16 sind. Heißt also eigentlich, ne? Lol. Das ist natürlich, muss man jetzt im Hinterkopf behalten, wenn man die wiederverwerten möchte, macht man also Verlustgeschäft. Na gut, dafür hat man aber auch beim Bauen drastische Kostenersparnis, also von daher. Ich sag mal so, als kleine Art, ne? Fürs gute Gewissen. Was ist hier eigentlich schiefgelaufen? Da kommst bitte du hin. Dankeschön. So, dann ab nach oben. Easy. So baut man wie ein König. Genau, hier müssen wir auch noch die Dinger dann raussetzen. So, und hier geht's dann. Oh komm, der Baum kommt jetzt mal weg. Der Baum geht gerade schon wieder auf den Sack. Nein. So. So, hier wird dann der Weg lang. Achso, nee, der Weg ist ja hier schon eins höher. Das heißt, der Weg geht hier lang, auf der Höhe. Dann musst du also auch weg. Auch weg. Oh. Du, so geht eigentlich unser Bereich. Müsst ihr ja jetzt hier dann eigentlich schon sehen, dass in der Bereich schon vorhin aufhört. Okay, wir haben also noch ganze Stücke vor uns. Alter. Ganze Stücke vor uns. Ja gut. So, ja gut, dafür reicht natürlich jetzt der Platz nicht aus. Backpack.
So. Okidoki. Oh, jetzt habe ich den Auto. Wow, weg da. Das heißt, wir nehmen jetzt hier wieder unser Replacement Tool, klatschen das Ding hier ran. So ungefähr. Eigentlich könnte man das mit den Klimmzonen auch machen. Spaß. Man muss ja nicht übertreiben. Tut mir zwar schon die ganze Zeit, aber okay. So, was mir gerade aufgefallen ist, das da muss er wieder hin, weil hier ist der Weg wieder nur noch zwei breit. So, hier muss ich später auch wieder gucken, wie ich das denn hier zu Ende mache. Sag mal, was ist denn hier los? So viel Müll. Überall. Halt. Erde. Das heißt, da... Achso, ja, das war jetzt gerade. So, und hier... Ach komm. Mache ich noch hier schon Abschluss hier drumherum, dass es auch einigermaßen gut aussieht. Das heißt, hier kommt auch noch Dinger hin. Du da auch. So. Easy. Genau, jetzt können ja auch hier auch nochmal diese Dinger hin. Tada, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Easy. So. Aber hier geht es ja nämlich nicht mehr. Hier brauche ich ja wirklich wieder die vollen Blöcke. Ich meine eigentlich nicht. Ich meine, ich könnte auch jetzt hier... Kann ja mal probieren, wie es aussieht. Die Säge. Gib die mal kurz her. Dann stellen wir die Säge einfach mal so hier hin. Schmeiße ich mal 10 Stück davon rein. Und dann nehmen wir mal diese Dinger hier, nehme ich. Brauchen wir aber keine 80 Stück von. Ach komm. Da reichen mir 10 komplett aus. So. Ach. Okay. Was? Achso, hat er nicht übernommen. Perfekt. Das heißt, die kosten auch nur eins? Echt verrückt. Gut, egal. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt... Oh, jetzt weiß ich aber nicht, wie ich die anordne. Das müsste ich jetzt eigentlich, glaube ich... Müsste ich jetzt... Da so? Nee, da kommt er nämlich so. Wie muss ich den hinlegen, dass er so ist, wie ich es möchte? Da auch nicht... Wahrscheinlich brauche ich jetzt... Ach komm, jetzt leck mich
mal am Arsch hier. Wahrscheinlich brauche ich da sowas, wo ich den das so hinmachen kann. Aha, genau. So, jetzt bitte einmal kopieren. Bam, und jetzt kann ich den wiederum da so hinsetzen. Alter, das ist so Hohlbauweise. Aber es sieht halt von außen aus wie legit Gottesblock. Das ist so illegal. Oh Mann, Alter. Das ist geil. Das ist cool. So, brauchen wir wieder Cleanstone. Und ja, keine Angst, ich werde das nur mit dem Zeug hier machen, weil das halt so unendlich teuer ist. Ja. Achso, nee, der muss wieder weg. So, achso, ja. Wie so unten aussieht, ist scheißegal. So, hier brauche ich aber auch nochmal die Säge. Ich muss jetzt nämlich nochmal diese Cleanstone-Dinger machen, genauso wie für hier oben. Wobei, hier oben ist eigentlich komplett. Ah, doch, hier oben brauche ich nochmal. Dann mache ich am besten hier oben auch nochmal Cleanstone hin. War das jetzt schon oder war das dumm? Ich glaube, das war gerade dumm. Ach, ist doch egal. Cleanstone ist so billig. Da brauche ich 1, 2. Und hier brauche ich aber nur. Ne, hier brauche ich auch 2. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12. Genau. Also 4 mal 3. Das klassische. Wo ist die Sägebank? Ah ja, die habe ich da draußen hingestellt. So, Cleanstone. 12 Stück. Und zwar. Warning. Du kommst erstmal weg. So. Ach, leck mich doch im Arsch. Scheiße. Kack die Wand an. Du kommst weg. Du kommst weg. Was? So, 12 Stück. Wir brauchen 12 Vierer, 12 Dingster und 12. Was? Genau, und 12 Zwölfer. Perfekt. So. Ich nehme mich mal mit. Die brauche ich jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr. Oh, hier passiert. Das solltest du aber nicht sein. Und hier wird einmal Cleanstone. So. Eugene, jetzt wieder hier unsere komische Kackdinger. Also erst kommt Stein. Wobei ich es habe ich es immer andersrum gemacht. Hier habe ich erst die 12er genommen. Und dann bin rückwärts gegangen. Easy. So. Genau. Hier brauche ich mich jetzt 12er. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Danke dafür. Kann das sein, dass man die nicht mehr abbauen kann? Was bekomme ich denn dafür stattdessen? Also irgendwas bekomme ich, aber ich weiß nicht was. Ach, ein Kobbelblock? Vor allem einen ganzen oder was? Ja, einen ganzen Kobbelblock kriege ich dafür. Wow.
Deswegen hatte ich auch immer Defizit. Das erklärt einiges. So, perfekt. Brauche ich nur noch wieder drei von den Dingern. Der kann weg. So, Fritter kannst du nämlich nichts mehr. So, wo ist die Kreissäge? Dankeschön. Cleanstone. Vier Stück. Von den 12ern. Achso, da passt natürlich wahrscheinlich nicht. Doch, passt. Warum passt das? Ist doch egal. Hab jetzt keinen Bock nachzurechnen. Wäre mir viel zu kompliziert. So. Halt da. Perfekt. Endlich fertig hier. Uiuiuiui. Hier ist auch wunderschön. Jetzt geht hier der Weg lang. Und da geht es dann gerade runter. Machen wir aber erstmal nächste Folge. Von daher schauen wir uns vor.